herzlich willkommen. Wir sind auf dem Partisan 2016 und ich habe Bölz an meiner Seite. Ihr habt ja schon 2014 hier gespielt, damals aber noch im Zelt. Was war ein großer Unterschied zu der großen Bühne, die ihr heute gespielt habt? War gut. Einiges war anders. Eigentlich im Zelt vor 2 Jahren ging alles sehr schnell. Wir waren, also ich persönlich war komplett weg. Ich habe 4 Tage Party gemacht. Okay. Und habe trotzdem das geschafft zu spielen. Das ist für mich persönlich ein Wunder, aber es war wirklich gut. Also professionelles Team, die waren immer hilfsbereit und wirklich, also das ein Riesenvergleich zu anderen Festivals. Ja. Heute war es dasselbe. Nur, wir hatten ein bisschen Schwierigkeiten so gegen Mitte-Set, aber trotzdem, wir haben es genossen und wir hoffen, dass die Leute das auch einigermaßen gut gefunden haben. Ja. Okay, und wenn ihr euch jetzt als Künstler seht, würdet ihr euch eher als Kopf- oder als Herzmenschen bezeichnen? Ich würde sagen, ganz bestimmt eher als Herzmenschen. Ja. Beide. In der Live-Situation sowieso. Ja. Weil da geht man einfach aus dem Herz raus. Ja, die ganze Musik, das ganze Konzept hinter Bölzer ist eigentlich fundiert auf hohe organische Emotionen, also menschliche Emotionen. Und dass nichts von Pseudo Okkultismus oder irgendwelcher Scheiß, den man mittlerweile in der Szene sehr, sehr oft betrifft. Es ist eher was ganz Ernstes, oder? Es ist, geht nur um die Musik und Gefühle. Ja. Konkret in diesem Moment ist eigentlich das kopflastige bereits erschaffen. Da geht es wirklich noch darum, das auch so wiederzugeben, wie es aus dem Herz kommt. Weil das, ja, in diesem Moment geht es dann wirklich darum, was man in dem Moment reproduzieren kann von Gefühlen, die da irgendwie entstanden sind. Und ich weiß, dass ihr in den letzten Wochen am neuen Album gearbeitet habt, oder? Ist es ein Album oder eine EP wieder? Es ist ein Album. Okay. Gibt es denn irgendwas, was du verraten kannst oder noch nichts? Ja, ein wenig schon. Wurde schon vor 2 Monaten jetzt eigentlich aufgenommen, fertig. In Bayern bei Victor Santura in The Woodshed. Und Michi war eigentlich Leitungstechniker dabei. Michi von Secrets of the Moon und Michael Zech, genau. Das war eine großartige Zusammenarbeit. Es war sehr anstrengend und das wollten wir eigentlich. Ja. Das haben wir genau erwartet. Und genauso zufrieden sind wir mit den Resultaten. Also es steht alles bereit. Geht denn alles bald ins Presswerk und wir können dann gleich ein Veröffentlichungsdatum feststellen. Aber ist gerade zu diesem Zeitpunkt noch nicht geklärt. Okay. Ja. Wir sind kurz davor zu wissen, wann es genau veröffentlicht wird. Aber genau. Wir haben es jetzt eigentlich abgegeben und hoffen, dass es möglichst bald rauskommt. Aber ganz bestimmt dieses Jahr. Ja? Ja. Okay. Es heißt Hero. Hero. Es sind 9 Elementen, 9 Stücke an sich. Und es ist unser Debüt Full Length. Wir sind sehr zufrieden. Wir haben auch Songs von diesem Release heute gespielt. Wir schauen, wie das kommt. Mhm. Okay.